Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum Cone Battle Pass. Ja, heute befinden wir uns vor folgender Herausforderung. Und zwar ist es eine seltene Herausforderung für 70 Punkte, etwas würziges Essen. Da gibt es jetzt, ja, sehr viele verschiedene Varianten. Ihr braucht auf jeden Fall einen Herd. Und da habt ihr denn jetzt die Auswahl. Es gibt die gewürzten Austern, dafür braucht ihr dann Austernfleisch, also ihr müsst Austern suchen und Gewürz. Die gewürzte Keule, dafür braucht ihr exotisches Fleisch, das ist schon etwas schwieriger zu besorgen, und Gewürz. Und zum Beispiel das gewürzte Steak, dafür braucht ihr nur schmackhaftes Fleisch und Gewürz. Und es gibt noch einige andere, die sind dann alle mit dieser Schattenblüte versehen. Hier zum Beispiel abgründiges Fleisch braucht ihr, Pilze braucht ihr, Fettraupen. Also da sind Sachen, die sind sehr einfach, Hochlandbeeren. Aber für diese schattengewürzten Gerichte braucht ihr halt immer diese Schattenblüten und die erhaltet ihr nicht überall. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, ein einfacheres Rezept zu nehmen. Hier unten, das sind jetzt wieder zwei normale Rezepte. Salz funktioniert übrigens nicht, obwohl Salz eigentlich ein Gewürz ist. Also es muss tatsächlich etwas zu essen sein, wo drauf steht gewürztes Essen. Wenn ihr so etwas dann in eure Leiste gezogen habt, dann esst ihr das Ganze einfach und voilà, damit habt ihr die Herausforderungen geschafft. Wenn ihr euch jetzt übrigens wundert, wo oder wie ihr Gewürz herstellen könnt, das ist ganz einfach. Ihr braucht nur einen Mahlstein, da legt ihr dann Samen rein und daraus entstehen dann Gewürze. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, dann macht doch gerne einen Daumen nach oben und schaut euch auch gerne meine anderen Cone Battle Pass Videos an. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.